Howdy Partner, Alex hier. Zeit für mehr Alex Ventures. So, na dann wollen wir doch unserer neuen Crew mal Hallo sagen. Naja, so nicht ganz, aber so jetzt. Hey, Mr. Faulkner, Flucht nach New York. Episode 1 war das Grenzland, Episode 2 war Boston, Episode 3 wird dann demnach New York sein. Genau wie im normalen Spiel, passt irgendwie. Ja, hier ist bereit. Hast du eine Crew? Sie ist hier. Können sie kämpfen? Das sind Seemänner, die können gar nicht anders. Dann los. Das will ich hören. Dann legen wir halt los. Okay, ich helfe euch, Jungs. Ach so, okay, wir müssen hier richtig kämpfen. Verstehe. Stirbt der auch mal? Also, was ist denn das? Echt, so, geht doch. Faulkner darf nicht sterben. So. Genau, so einfach. Na also, schon besser. Und ich glaube, ich wechsle mal auf meine schwere Waffe. Schließlich habe ich die gefunden. Dann will ich sie auch mal einsetzen, oder? Das ist die einzige Waffe, die ich abseits des der Hauptmission gefunden habe. Von daher, vielleicht hat sie ihren Nutzen. Mit Sicherheit. Boah. Das geht mal in Ordnung. Lässt du das mal schön bleiben, bitte? Was ist denn das? Siehst du? Oh, wow, wow, wow. Die Exekutionen sind ja extra barbarisch. Ja, genau. Siehst du? So geht das. Ist genau so. Ruhig ein bisschen helfen, ne? Genau. Aber wenigstens mal ein richtiger Sturmangriff. Kein Gezöger, kein Rumwarten. Einfach ein richtiger, echter Sturm. So will ich das sehen. So. Yes. Ganz simpel. Dass du mit so einer schweren Waffe in der Hand noch so einen genialen Kick in der Luft hinkriegst. Aber du hast beinahe meinen Respekt. Oh, darauf hätte ich schießen können. Naja, zu spät. Hoffentlich ist diesmal keine Falle. Ich halte sie zurück, bis du bereit bist. Schwimmt, Leute, schwimmt! Eben. Okay. Schützen! Nein. Die schießen auf Faulkner! Schweine. So. Miese Schützen, also ehrlich. So, ein paar werden mit Sicherheit davon versuchen, durchzukommen. Wow! Ja, ich verstehe schon. Da sind die schweren Waffen wieder doof, ne? Oder... Oh, nee. Okay, ein bisschen Konter überlebt er auch nicht. Gut zu wissen. Genau. Yes! Okay. Die Crew schafft's langsam drauf. Yes! So will ich das sehen. Jawoll! Hallo, Jungs! So nicht. Wow! Aber tötet nicht eure eigenen Leute, ne? Das wäre uncool. Das hat gesessen. Gesamte Schiffskrew hätten? Ich wette, der ist gerade durch eine Kugel gestorben, oder? Für die ich gar nichts kann. Muss nur schneller töten, scheinbar. Ach so, oh, du Drecksau. Da, hier, so. Daran lag's also. Okay, gut. Dann habe ich echt nicht richtig aufgepasst. Nächste Welle? Okay. Ich tue mein Bestes. Ja.
Ach, scheiße, da ist schon wieder so ein scheiß Schütze. Ah. Genau. Boah, sind auch mittlerweile ein paar viele. Genau so. Awesome. Ach ja, du. Ja, ja, ja. Entwaffne. Schon bist du kein Problem mehr. Aha, du erst recht nicht. Du bist sowieso easy peasy lemon squeezy. Fertig. Oh, wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. War's das jetzt? Alle drauf? Fast alle. Ein Wilder! Hier drüben! Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Eine Bewegung. Nur eine Bewegung und er ist tot. Ruft eure Leute zurück und ergebt euch! Schwimmrad und Hagedon! Los! Sei still! Wolfsrudel. Come on. Siehste? So simpel geht das nämlich. Putnam. Drecksack. Das tat gut. Ein paar letzte Worte. Oh, ich komme zu meinen Sünden. Nö, 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 nö. Zu spät. Ich habe furchtbare Dinge getan. Es war das Zepter, doch keine Entschuldigung. Wir alle tragen Böses tief in uns. Der Apfel hat es nur ans Licht gebracht. Endlich mal einer, der ehrlich ist, huh? Keiner, der es requestet im Party, ne? Nicht bei den Typen. Wow. Episode beendet. Nice. Das hat Spaß gemacht. Ja, die ganze Kampagne ist so klein, aber fein. Einfach gut inszeniert. Ich wusste, die Docks waren deine einzige Chance. Ihr drehte das Rad immer weiter. Ganondorf, das spielt keine Rolle. Land in Sicht! Richtig. Nichts spielt mehr irgendwie eine Rolle. Na, New York? Sieh dir das an. Was so? Bauen die da etwa eine Pyramide? In New York? Wow. Episode 3. Die Vergeltung. Natürlich wäre es angebracht, an dieser Stelle eigentlich eine neue Folge zu machen, aber die jetzige Folge ist so kurz, ja, das kann ich euch doch nicht antun, oder? Nein, kann ich nicht. Von daher, weiter geht's. Previously on the Tyranny of King Washington. Ich habe ein Geschenk für euch, eure Hoheit. Das ist der, den ihr aus nächster Nähe erschossen habt, Sir. Ihr lebt noch? Erstaunlich. Keine Dogon. Du lebst? Oh, mein Freund, kaum zu glauben, dass du hier bist. Es hieß, du wurdest ermordet. Mit deiner Mutter. Die Clanmutter hat mich geheilt. Ich konnte meine Mutter nicht schützen. Ich konnte das Dorf nicht retten. Darum kannst du dich so bewegen. Auf jeder Reise kann man einem neuen Tiergeist begegnen. Bei jeder Reise besteht die Gefahr, sich zu verlieren. Ich kenne das Risiko. Und ich mache die Reise. Vielleicht muss ich Franklin nicht aus seinem Gefängnis befreien, sondern von Washingtons Einfluss. Ich habe einen Verbündeten gefunden. Samuel Adams. Du bist der Mann mit dem Wolfsmantel. Ah! Halt still. Was haben wir getan? Putnam ist fort. Und der Captain am Boston Neck ist ein heimlicher Anhänger von uns. Ich habe ein cleveres Sicherheitssystem für Washingtons Palast entworfen. Ein Angriff dort wäre völlig unerwartet. Du könntest mich durch die Absperrungen bringen? Du verschwendest deine Zeit, mein Freund. Aber wir sehen uns in New York. Beim Himmel, was ist los? Eine Falle von Putnam am Boston Neck. Und Adams,
Können Dogon. Alle getötet. Deine Männer stahlen mein Schiff, Scheißkerl! Ruhig, Mr. Faulkner. Mr. Franklin ist nun auf der Seite der Rebellen. Wir brauchen eure Hilfe. Du musst die Akia losmachen, damit sie abfahrbereit ist. Ich stelle derweil eine kleine Crew für uns auf. Dann überrumpeln wir die Wachen und setzen Segel. Schwimm! Ich halte sie zurück, bis du bereit bist. Ein Wilder! Hier drüben! Ruft eure Leute zurück und ergebt euch! Ich wusste, die Docks waren deine einzige Chance. Ihr drehte das Rad immer weiter. Gunnen Docker, das spielt keine Rolle. Land in Sicht! Sieh dir das an. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Was haben die aus New York gemacht? Was zum Teufel? Was für ein Mann würde so etwas bauen? Ein König. Ein wahnsinniger Schiffe, König. Schiffe, Bankfurt, seid ich voraus! Ohne königliche Flagge werden die auf uns feiern! Ja, ganz wie früher, hä? Das kennen wir doch schon. Wir kämpfen gegen den Winzer! Ja, gegen den Wind ist total okay. Ist total in Ordnung. Ja, okay, okay. Ich gehe ja schon. Mist, Mist, Mist. Okay. Yes! Komm schon, nachladen, Leute. Yes! Weniger Segel, Jungs! Weniger Segel! Und das nächste Schiff, siehste? Wie sage ich immer so schön? Easy peasy lemon squeezy. Ja, wenn ich eins kann, dann das. Und das verlernt man auch nicht. Das ist wie Fahrradfahren. Come on. Ja. Hat er sich vorher gedreht, bevor er geschossen hat? Ist das ein Idiot? Ja. So, einmal schön drehen. Mensch, ist das Schiff auf einmal wendiger als sonst? Ist das so, wenn man das richtige Ruder hat? Boah, hätte ich das damals gehabt. Das ist ja super wendig auf einmal. Sehr nützlich. Super einfach vor allem. Sammelt ihre Farben ein. Wir nutzen sie, um unser Schiff zu verkleiden. Ihr habt es gehört, Jungs. Macht Sammelt Sinn. Euch die Farben, dann hissen wir sie. Aye, aye, Mr. Faulkner! Aye, aye. Ich hatte schon vergessen, wie Seeschacht mein Blut in Wallung bringt. Mit angreifenden Schiffen segeln, das ist das Leben. Das ist das Leben. Ich kenne das Gefühl. Es scheint in meiner Familie zu liegen. Dann war dein Vater ein Seemann. Mein Großvater. Edward. Er segelte mit einer rauen Crew. So wurde es mir erzählt. Für den König? Für sich selbst. Aber das ist eine lange Geschichte für einen anderen Tag. Oh, eine schöne Überleitung auf Assassin's Creed 4. Oh. Mit einer rauen Crew. Damit würdest du uns verraten. Oh mein Gott, bin ich schnell. Krass. Im Minenfeld keine Felsen rammen. Sowieso, wir dürfen erstmal nichts explodieren lassen und nichts rammen. Boah, ich habe aber jetzt so viel Wind. Kein Segel! Kein Segel! Wahnsinn! Einholen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Setzt halbes Segel! Halbes Tank setzen! Die Kein Segel! Bringt sie zum Stehen! Diese Kreuzwinde können wir uns echt nicht leisten. Ah, da kriege ich ziemlich Lust auf Assassin's Creed 4, aber es ändert nichts daran an der Tatsache, dass ich trotzdem es wahrscheinlich nicht sofort hier nach fortsetzen will, weil ich werde erstmal unbedingt, worauf ich mega Bock habe, eine ganz simple Sache. Ja, ich mach ja schon. Yes, 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 yes. Ja, ich werde auf jeden Fall eher mit Final Fantasy 8 erstmal weitermachen, weil da habe ich ziemlich Bock drauf und wie ich mir vorstellen kann, ihr auch.
Und Feuer! Feuer mein Arm ist. Den hätte ich haben können. Come on. Egal. Hoch wieder. Leute, hoch. Oh ja. Das hat gesessen. Oh oh. Yes. Und vorwärts. Yes. So will ich das. Auch kaputt. Jawohl. Okay, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen drehen. Schön, dass der Wind irgendwie heute immer gut kommt, ne? Woran komme ich vielleicht daran? An E hier. Auf die Wellen warten. Wellen warten. Jetzt. Das hat leider nicht ganz so gut geklappt. Segel raus. Die laden aber auch schnell nach. Die machen kaum Schaden an mir. Das ist der Hammer. Ah. Komplett daneben. Yep. Scheiß Wasser. Ah, das war dumm. Wow. Vorwärts. So will ich das haben. Die halten aber auch was aus. Mehr als erwartet. Siehste, kaum Schäden. Mein Schiff sieht hier vorne zwar ziemlich ramponiert aus, aber zuh. Yes, so will ich das. Ja, so zerstört man ein Schiff. Es gehören ja immer mehr. Wow. Okay. Da hinten sind auch eine Menge, aber egal. Come on. Ja, komm rüber. Nicht ganz. Nachladen. Haben wir es bald? Jetzt haben wir es. Okay, perfekt. So will ich das. Das sind aber auch eine Menge Schiffe, oder? Ein einziges Schiff ist doch nicht in der Lage, hier durchzubrechen, oder? Schon ein bisschen übertrieben? Ein bisschen vielleicht. Aber es ist awesome. Wer stört sich schon daran? Nicht ganz. Ah, ich hätte entdecken gehen sollen. Yeah. So will ich das. Schon eher. Das Ding lebt noch? Ich habe schon beinahe Respekt. Aber auch nur beinahe. Ich würde mal sagen, ich bin erfolgreich in Deckung gegangen, oder? Feuern! Yes! Lebt immer noch? Kann nicht wahr sein. Was ist das? Yes. Das ging gut. Die Kanonen sind außer Gefecht. Wir können nicht mehr schießen. Wir werden sie rammen müssen. Sie rammen? Ja. Volle Segel setzen, Mr. Faulkner, und dann runter vom Schiff. Du auch, Kanedogon. Ich sehe euch dann am Ufer. Volle Segel, Jungs! Kompletter Wahnsinn. Alle über Bord. Ich hoffe, ihr könnt schwimmen. Na. Das sind Seemänner, die können schwimmen. Das Kriegsschiff ram? Oh ja. Ein Mann, ein Schiff. Genau mein Job. Leider nichts zum Feuern, wie ungewohnt, ne?
Die gucken schon alle so, oh nein, 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 nein. Aus dem Weg, aus dem Weg. Nein, aus dem Weg. Auf einmal rammen wir alles und zerstören es. Okay. Aber das arme Schiff. Komm, wir müssen es schaffen, wir müssen es schaffen. Ah, die verfolgen uns. Ist mir wurscht. Ist mir wurscht. Dieses Kriegsschiff glaubt dran. Jetzt runter von dem verdammten Schiff. Also das ist mal die imposanteste Art und Weise, Hallo zu sagen. Nicht übel. Was kommt jetzt? Meine Augengläser. Gott sei Dank. Ich kenne das Gefühl. Ich kenne es. Lebt hier überhaupt ein Bär in dieser Stadt? Oder ist das wirklich nur seine Festung? Wirkt so. Das ist ein Anblick. Oh, fuck. Lasst mich in Ruhe. Ich werde eurer Macht nicht wieder verfallen. Kein Grund zur Sorge. Yes! Das Scepter! Schnappt ihr das Scepter! Nein! Nein! Franklin schnappte das Scepter. Oder keine Ahnung, irgendwer. Schnell, 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 schnell. Komm schon. Nein. Setz es ein, schnell! Fass das niemals an! Da war noch einer! Beeil dich und finde ihn! Ja, Eure Hoheit! Washington ist nervös. Großartig. Schweinehund. Connor. Wärst du ein bisschen früher da gewesen? Nur ein bisschen. Himmelsweltreise? Noch eine? Die letzte, ha? Er wollte anscheinend seine Tat wieder gut machen. Er rettete mein Leben und beinahe tötete er Washington. Dazu braucht es mehr als ein Tomahawk. Ist ja gar nicht traurig, ey. Das erfordert enorme Kraft. Wir haben das hier. Nutzlos. Sei doch kein Narr. Dieses Ding öffnet nur Türen. Was tust du denn? Die Tiergeister wissen Dinge, die wir nicht wissen. Wenn ich zu ihnen reise... Lehren Sie mich vielleicht. Was lernen wir diesmal? Na super, kommt Super Turbo. Und danach kommt Ultra. Halte Wache. Die Geburt des Ultra Connor. Ich bin gespannt. Warum nicht? Ich weine um dich, mein Sohn. Manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Du denn nicht, dass du verloren bist? Du hast mich mir widersetzt. Meinen letzten Wunsch ignoriert. Ja, hab ich wohl. Ich kann dir nicht vergeben, mein Sohn.
Was zum? Das ist ein Bär, oder? Wow! Den Bären retten. Speere entfernen, hä? Huh? Können wir an dem hochklettern? Ja, wow. Abgefahren. Schnell, Connor. Raus mit diesem Scheißding. Komm, komm, komm. Komm on. Genau. Na, da freut sich der Bär doch bestimmt. Wow, wow. Nicht den Boden berühren. Ah, okay. Ott, alle, jopp. Wieder ab in sein Fell. Was spielen wir jetzt hier? Spielen wir Shadow of Colossus oder was? Nur, dass wir sie nicht töten, die Kolosse, sondern sie retten. Warum nicht? Mal was anderes. Ja. So. Genau. Direkt dran. Perfekt. Ah. Okay, Winnie Pooh, das schaffen wir schon, keine Angst. Okay, zum Glück sagt mir das Spiel mal so freundlicherweise, wo ich lang muss. So, jetzt war schon nach rechts, oder? Ja? Wo ist der letzte Speer? Im Kopf! Ach! Oh, Winnie! Was hast du wieder getrieben? War da ein Speer im Honigtopf oder was? Der Ärmste. Wow. Okay. Und so, gleich kannst du wieder klar denken, mein Freund. Gleich ist alles gut. So. Was kann ich jetzt gleich? Was kann Ultra Connor? Hätte ich Schiss um mein Leben. Man merkt aber auch, dass er immer weniger Gefühle hat, ne? Immer mehr, immer verbissener wird er. Du bist meiner Macht nicht gewachsen. Ich bin die Freiheit selbst. Dieses Mal werde ich sicher gehen. Okay. Das ist die Bärenkraft? Wie geil ist das denn? Lächerlich! Oh yeah! Jetzt habe ich meinen Spaß. Washington mit Hilfe der Bärenkraft besiegen. Gleich. Ich glaube, hier geht's auch nicht weiter, deswegen. Wow! Ihr trefft mich nicht. Boah, ja. Die Kraft ist doch der eines Bären angemessen, oder? Muss ich doch weiter? Ah, ich muss doch weiter, ah. Na. So machen wir Washington fertig. Puh. Awesome. Ultra Connor. Aber sowas von voll. Hat er jetzt auch Tätowierungen im Gesicht, so richtig? Noch ein paar mehr und blaue Augen? Holy shit. Ah, aber die Augen. Du hattest einen Fieberschub. Was ist mit deinen Augen? Das ist ein reines Tier, oder? Gar keine Gefühle mehr? Wir müssen uns trennen, um Jefferson und die Rebellion aufzuspüren. Nun gut. Ultra Connor ist awesome. Damn, guck dir diese Augen an. Als ob ich hier den keine Ahnung. Wie heißt der nochmal? Ah, der Mann, der mit U anfängt aus Mass Effect. Nicht der Unbekannte, sondern Elusive Man im Englischen. Ich weiß nicht, wie er im Deutschen heißt. Ist ja auch scheißegal. Elusive Man.
An daran erinnern mich die Augen. Und an natürlich auch an Saren aus Mass Effect 1. Naja, von der... Oh, guck ich das an. Awesome. So, ich würde mal sagen, wir machen nächstes Mal mit diesen genialen Kräften weiter. Und solange ist es wie immer, ne? Mein Name ist Alex. Ich kam, ich sah, ich spielte.